Uns Freiheitliche geht es in erster Linie darum, den Südtirolerinnen und Südtirolern ein Angebot zu machen, und zwar ein ganz klares Angebot, denn wenn ich mir die Aussagen in den letzten Wochen angeschaut habe von den anderen Mitbewerbern und von anderen Parteien, dann werden die Freiheitlichen die einzige Partei sein, die ganz klar für einen offenen und ergebnisoffenen Autonomieausbau einstehen, wo wir sagen, es gibt keine Grenze nach oben, was die Eigenständigkeit Südtirols anbelangt. Uns Freiheitlichen ist es wichtig, dass wir eine unabhängige und eine blockfreie Politik für die Menschen machen. Es geht uns in erster Linie um eine ganz klare Südtiroler Vertretung in Rom und nicht um römische Vertreter in Südtirol, wie wir es in der Vergangenheit immer wieder auch erlebt haben. Ich bin überzeugt, dass die Arbeit in Rom unsere Autonomie noch ausbaufähig ist, vor allem derzeit, wenn man auch sieht, die Energiekosten, die explodiert sind. Den Menschen geht es wirklich im Moment teilweise schon ums Überleben. Und gerade da, finde ich, ist die Politik, die wir im Moment betreiben, die betrieben wurde, auch in Rom, sehr, sehr schwach und gefordert. Ich bin Jurist mit Expertise in Autonomie, Verfassungs- und Europarecht, und ich beobachte diesen Autonomieprozess jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und seit 10, 20 Jahren gibt es eigentlich nur mehr Rückschritt. Die SVP behauptet immer, es sei alles wunderbar und wir hätten die weltbeste Autonomie, aber in Wirklichkeit in Bereichen, zum Beispiel, die derzeit an der Tagesordnung sind, also die Preisexplosionen bei Strom etwa, da fragen wir uns schon lange, warum geht man nicht endlich das Thema Energieautonomie an? Mehr Südtirol wagen, unser Slogan bei dieser Wahl bringt dieses Anliegen auf den Punkt. Wir müssen endlich da vom Fleck kommen, denn sonst sind wir am Ende des Tages nur mehr eine ganz gewöhnliche italienische Provinz, in der von Autonomie und autonomer Entscheidung nichts mehr übrig bleibt.